Maidons Meinung, herzlich willkommen dazu, liebe Zuschauer. Hallo Alfred. Hallo. Wir starten mit Wirecard in die Sendung. Man hat jetzt ja eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit beauftragt, die Vorwürfe prüfen zu lassen eben, was da dran ist, was die Financial Times behauptet. Es hat gestern auch, also war ja schon gestern bekannt geworden, für einen Auftrieb bei der Aktie gesorgt, aber offenbar ist, jetzt schauen wir auf den heutigen Chart, das Vertrauen nicht wieder zurück bei den Anlegern. Ja, denn das wird... Man weiß ja auch nicht, was diese Gesellschaft da prüft. Ja, natürlich, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Es wird wahrscheinlich auch ein paar Wochen dauern, denn man wird das schon ordentlich prüfen müssen, auch in Details gehen. Und das wird sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen. Jetzt ist die Frage, was die Aktie bis dahin macht und vor allen Dingen auch, was dann dabei rauskommt. Das sind extrem viele Fragezeichen. Und das Nächste, was natürlich passieren wird bei Wirecard, wird so sein, nach den Anschuldigungen, ist vor den Anschuldigungen. Also es wird sicherlich auch wieder was Neues kommen. Und jetzt kann man sich überlegen, als Anleger, macht man dieses Spielchen mit dauerhaft und es sieht so aus, als wenn es dauerhaft bleiben wird, oder macht man es nicht mit. Ich mittlerweile bin so weit, dass ich sage, ich würde das nicht mehr mitmachen. Also man kann mit Wirecard sicherlich traden, aber so als wirklich langfristige Anlage wäre mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu wild, was da passiert. Man weiß nicht, was letztendlich dran ist, aber es wird sich wahrscheinlich auch nie aufklären lassen, aber es wird so bleiben, denn davon kann man ausgehen, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass Wirecard in die Kritik gerät. Das Geschäftsmodell ist nur wirklich schwierig und auch undurchsichtig und jetzt versucht man Aufklärung zu schaffen, aber ob das dauerhaft gelingt, das wage ich zu bezweifeln. Und wie gesagt, sagt man immer so schön bei Höhle der Löwen. Und aus diesem Grund bin ich leider raus. So. Aber du wünschst ihnen viel Glück. Natürlich, ich meine, es gibt ja viele Leute, die Aktie haben. Ich habe sie auch öfter auch zum Kauf empfohlen. Ich mag Wirecard, aber das nützt nichts, wenn man eine Aktie noch so sehr mag. Man muss sich auch anschauen, wie ist das Umfeld, was sagen die anderen, wie schätzen das die anderen ein und wie viele Fragezeichen gibt es. Und hier gibt es eben Risiken. Also normal ist ja so, Wirecard ist eine Aktie mit überdurchschnittlich hohen Risiken und überdurchschnittlich hohen Chancen. Jetzt kommen diese Risiken dazu von Anschuldigungen. Dem gegenüber stehen aber keine Chancen. Und das ist natürlich schlecht. Gibt hier noch genug andere Deals, die man eingehen könnte, wenn man möchte? Zum Beispiel könnte man in Infineon investieren. Würdest du dazu eher raten? Ja, eher schon. Also Infineon hat diese Problematik logischerweise nicht. Infineon hat daher andere Probleme nämlich man hat Sorge um die Weltkonjunktur, um Rezessionsängste und das trifft die Chipwerte immer so mit als die ersten. Die sind natürlich sehr konjunkturabhängig. Aber was ist denn, wenn sich die Konjunktur doch nicht so abschwächt, womit ja viele rechnen, dann könnte Infineon tatsächlich zu den großen Gewinnern gehören, noch bis zum Jahresende. Jetzt hat gerade eben AMS aus Österreich Zahlen vorgelegt, ein Chip-Konzern, die sehr gut ausgefallen sind, die Aktie steigt, das zieht auch Infineon mit nach oben. Auch vom Chart her, man könnte meinen, man hat hier so, also die Tiefs werden immer höher, das ist so ein kleiner Aufwärtstrend. Und wenn es jetzt hier mal drüber geht, ich glaube, dann können wir nochmal dieses Jahr Kurse von deutlich über 20 Euro sehen. Also eine ganz gute Gelegenheit, glaube ich. Okay, also da haben wir schon mal die erste Kaufempfehlung für heute. Wir schauen auf McDonald's. Da wird es heute Zahlen geben. Das heißt, vielleicht, wenn Sie die Sendung jetzt im Nachhinein oder nicht ganz rechtzeitig gucken, gibt es die schon. Wir prognostizieren nochmal oder spekulieren. Also die kommen dann so mittags, so 13 Uhr, sowas in den Dreh. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie die Zahlen werden. Und das ist bei McDonald's eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie die Zahlen werden. Hier ist mal, ist das der längerfristige Chart? Na, leider nicht. Die Aktie läuft ja seit Jahren eigentlich nur nach oben. Man muss sagen, seit Jahrzehnten. Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe noch vor einigen Jahren überlegt, so McDonald's, man kriegt immer mehr Konkurrenz. Es kommen neue Burgerketten auf den Markt. Die Leute wollen vielleicht auch mehr gesund essen. Alles Quatsch. McDonald's übersteht alles, die zunehmende Konkurrenz, den Trend zur gesunden Ernährung. Viele wollen das auch offensichtlich doch gar nicht. Und McDonald's hat ja auch Salate. Also alles läuft und jetzt gut, seit ein paar Monaten läuft die Aktie seitwärts. Aber wer eine Aktie haben will, die er seinen Enkeln vererben möchte, für den ist McDonald's das Richtige. Vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt 5 Stunden oder 5 Minuten vor den Zahlen kaufen, sondern die mal abwarten. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass McDonald's die Prognosen wie eigentlich fast immer erfüllt. Gut, da muss man auch nicht lange warten, wie du es gesagt hast. Die werden jetzt in wenigen Minuten fast schon. Genau, den halben Tag kann man dann mal abwarten. Genau, da ein bisschen länger müssen wir noch warten auf die Bilanz von Tesla. Die gibt es dann morgen nach Börse, genau, glaube ich. Mittwoch, ja. Ja, rechnest du mit einer positiven Überraschung? Gibt es vielleicht Enttäuschungspotenzial? Es gibt, glaube ich, eher Enttäuschungspotenzial. Und das liegt einfach daran, dass man ja die Preise mehrfach gesenkt hat im laufenden Jahr und auch im zurückliegenden Quartal. Und es nicht so ganz klar ist, ob man die Kosten im gleichen Maß runterbekommen hat oder sogar stärker oder weniger stark.
Und die Analysten erwarten im Schnitt einen kleinen Verlust von, ich glaube, um die 40 Cent pro Aktie. Das könnte durchaus mehr werden, wenn man tatsächlich die Kosten noch nicht so weit runterbekommen hat. Das muss man sehen. Es ist eigentlich sehr, sehr, es kann alles passieren, wie bei Tesla eigentlich immer. Und die Reaktion kann auch sehr unterschiedlich ausfallen. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass auf dem Conference Call, also auf dem Analysten Call nach den Zahlen, Elon Musk noch ein paar Überraschungen parat hat. Was vermutlich kommen wird, ist, dass er bekannt gibt, dass in China die Produktion beginnt, denn die Anlage ist mittlerweile fertig, die Produktionsgenehmigung ist erteilt. Es fehlt jetzt noch, glaube ich, die Produktgenehmigung für das Model 3, dass er dort produziert werden soll. Und dann wird das wohl nächste Woche losgehen. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen wichtiger, ob jetzt da statt 40 Cent, 50 Cent oder nur 30 Cent oder ein kleiner Gewinn sogar rauskommt, ist eigentlich nicht so entscheidend. Entscheidend ist die Fabrikation in China, die jetzt so gut wie fertig ist. Und dass die Nachfrage weiterhin nach den Autos da ist und die ist da. Also das passt alles. Wer jetzt die Aktie noch nicht hat und überlegt, sie sich zu kaufen, da würde ich vielleicht wirklich mal Mittwoch abwarten, denn es kann gut sein, dass es mal wieder eine negative Enttäuschung gibt. Und dafür ist Tesla ja auch bekannt, dass dann die Aktie auch mal eben so 10% abtauchen kann. Also ist eine Kaufempfehlung, aber muss nicht unbedingt jetzt vor der Bilanz. Ja, muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ich hoffe, die meisten werden ja auch schon investiert sein. Ja, genau. Also eigentlich alle. Hoffentlich auch alle auf dich gehört in den letzten, das ist ja auch eigentlich oft genug erwähnt. Genau. Das ist eine Verkaufempfehlung. Jetzt warte. Da gibt es erst nächste Woche Zahlen, dauert noch ein bisschen. Soll man da auch vielleicht vor dem Zahlenwerk nicht einsteigen oder ist es da anders? Ja, gute Frage. Vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich glaube auch nicht, dass da viel anbrennen wird, denn warte hat ja die Prognosen fürs ganze Jahr angehoben und ich glaube nicht jetzt, dass man jetzt im Quartal eine Verfehlung hat, wenn man die Prognosen angehoben hat, das wird man sicherlich schon alles ungefähr gewusst haben, ist ja noch nicht so lange her, also passt alles, die Aktie, das ist wirklich erstaunlich, dass sie nach diesem Anstieg eigentlich kaum zurückkommt, also so gut wie gar nicht, jetzt baut man halt wieder diesen Anstieg in so einer leichten Seitwärtsbewegung ab. Ich glaube, Wart hat noch viel Luft nach oben. Es gab jetzt vor einigen Tagen ein schönes Interview mit dem Vorstandschef in der Augsburger Allgemeinen. Wart will im Bereich der EarPods, also diese kabellosen Kopfhörer, dafür stellt man die Batterien ja her, Marktführer werden mit über 50% Weltmarktanteil im nächsten Jahr. Ich weiß nicht, wie viel Prozent man jetzt hat, das sagt Wart auch nicht, aber man will da weiter wachsen und parallel dazu läuft im Hintergrund noch der Einstieg in das Geschäft mit Batterien für Elektroautos. Also da kommt einiges zusammen und ich glaube, wir sind hier noch nicht am Ende und es würde mich wundern, wenn wir bis zum Jahresende nicht dreistellige Kurse sehen. So. Okay, versuche ich auch wieder zu merken, diese Einschätzung. Du bist ja auch gewohnt, dass nicht jeder deine Meinung teilt. Jetzt widerspricht dir sozusagen auch die Kanzlerin. Angela Merkel glaubt, dass Wasserstoff vielleicht der interessanteste Energieträger ist, den wir haben. Was würdest du dem entgegensetzen? Hat Frau Merkel nicht Physik sogar studiert, glaube ich? Stimmt, ja, richtig. Eigentlich müsste sie es ja wissen. Also ja. Insoweit kann ich da jetzt kaum widersprechen. Natürlich ist Wasserstoff interessant. Auch vielleicht ein interessanter Energieträger ist ja nicht falsch, aber es ist eben auch ein Energieträger, bei dem sehr viel Energie verloren geht. Durch diese Umwandlung eben von erst, ich habe Strom, einen Wasserstoff, wieder zurück zu Strom. Und natürlich kann man sich sagen, ja, super Chart. Kann ich nichts dagegen sagen, absolut. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Fantasietreibkurse. Und im Moment gibt es halt so eine Wasserstofffantasie insgesamt, auch gerade unter Anlegern. Und ja, die Aktie läuft, ist allerdings jetzt wirklich extrem bewertet. Ich habe ja ein paar Mal schon über Neil gesprochen mit dem 10-fachen Jahresumsatz. Ballard Power ist ähnlich mit dem 11-fachen Jahresumsatz fürs nächste Jahr, also die Prognosen bewertet. Und das ist natürlich schon sehr sportlich und ich wiederhole mich da auch gerne. Selbst wenn ich jetzt von Wasserstoff überzeugt wäre, wäre mir das wirklich ein bisschen teuer. Okay, also keine Kaufempfehlung hier. Aber vielleicht Frau Merkel. Ja, vielleicht ist sie investiert, wir wissen es nicht. Ballard Power war übrigens auch schon mal bei über 100 Euro vor vielen Jahren. Also als Wasserstoff schon mal so schon mal groß schon gehypt wurde. Und vielleicht steigt sie wieder auf 100. Nein, wird sie nicht. Sind sie aber übrigens in Dollar, 5,80, aber gut, macht auch keinen Unterschied. Ja, ist ja nicht mehr so groß. So oder so weit entfernt von den 100. Solar Edge, da schauen wir jetzt noch drauf als letzten Wert für heute. Die Internationale Energieagentur hat gesagt oder prognostiziert, dass sich die Solarkapazität bis 2024 verdoppeln wird. Das verspricht ja goldene Zeiten für. Ja, ich glaube, es war sogar bezogen auf die Kapazität auf Dächern. Also, aber da ist ja Solar Edge ziemlich gut unterwegs. Solar Edge macht die Wechselrichter für Solaranlagen auf Dächern. Ich habe selbst einen Wechselrichter von Solar Edge, also ich bin befangen. Funktioniert einwandfrei, ist eine tolle Sache, sind sehr moderne Sachen und moderne Geräte. Vor allen Dingen hat Solar Edge die höchsten Umwandlungsquoten, denn es geht ja immer ein bisschen was verloren bei der Umwandlung von Solarstrom in dann Strom, in Wechselstrom für den Hausgebrauch. Und Solar Edge hat da sehr hohe Raten bei seinen Geräten. Und
Tatsächlich ist es so, dass die Solarkapazität weltweit, also ich glaube, weltweit wird unter 1% des Stroms mit Solar erzeugt. Die Dachanlagen sind noch lange nicht ausgereizt. Also wir sind eigentlich sogar erst am Anfang. Und der Solarboom wird sich in den nächsten Jahren massiv fortsetzen. Und das ist natürlich immer die Frage, welche Aktie kaufe ich da? Und wenn ich mir eine aussuchen müsste unter den, es gibt gar nicht mehr so viele, sagen wir mal, unter den Dutzenden Solaraktien, die es so gibt, da würde ich, glaube ich, SolarEdge nehmen, weil zum einen, ich als Modulhersteller habe ich immer das Problem, dass ich unter dem Preisdruck leide und viel Konkurrenz habe. Ich habe hier auch Konkurrenz, auch einen Preisdruck, aber lange nicht so stark. Und dazu kommt auch noch die Tatsache, dass alte Wechselrichter so nach 10, maximal 15 Jahren ausgetauscht werden müssen. Und das Geschäft kommt auch noch oben drauf. Also SolarEdge schwimmt da ganz oben auf so einer Welle und man sieht es ja auch an der Aktie. Also das schreit geradezu nach einem Ausbruch nach oben. Also damit wollen wir uns verabschieden. Das sind perfekte Schlussworte. Letzte Kaufempfehlung SolarEdge. Dankeschön, Alfred. Ja, gern. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.